So, und damit willkommen zurück zu Spore. Deine Entscheidung und so weiter. Ich habe einen mit Krieg übernommen und alle anderen mit Religion. Religiös? Schamane. Schamanen glauben, dass alles Leben miteinander verbunden ist, die gesamte Galaxie existiert in jedem von uns. Na, warum nicht? Nee. Nee, achso, ist schon Ende. Ja. Krieg beendet durch Eroberung. Okay. Dadurch haben wir Fähigkeit verringert in allen deinen Kolonien die Wahrscheinlichkeit einer Biokatastrophe. Grüner Däumling. Und diese Fähigkeit bringt dich mit einem Sprung zurück in dein Heimatsystem. Okay. Schick. Wirtschaftlich. Wirtschaftszivilisationen nehmen durch Geld und Handelsrouten Einfluss auf andere Nationen. Okay. Wie hätte ich denn Wirtschaft machen können? Naja, sehen wir nächstes Mal. Es passt so überhaupt nicht zum Rest meiner Leute. Wenn ich mir meine Häuser so angucke und dann dieser Block dazwischen, ist schon ein bisschen unpassend, aber lustig. Gut, hier ist also der Ring. Raumschiff. Weltraum. Wahrscheinlich Weltraumantrieb. Ja. Haben wir eine Röhre? Hier haben wir eine Röhre. Können wir die hinstellen. Okay. Die Weltraumdart. Den wollte ich schon immer mal benutzen. Aha. Ja. Es gibt hier auch gerade keine Anzeige, dass irgendwelche Werte gesteigert werden. Dann ist der doch unpassend. Ich möchte nämlich dann die Pummelblase haben. Wieder. Weil in der Pummelblase kann ich diese Frostblase einsetzen. Im Weltraum ist es ja absolut zu Ende mit, wir können nur von vorne oder oben angegriffen werden. Deswegen ist ein Rundumblick wahrscheinlich ganz cool. Flügel brauchen wir nicht. Dafür kann das ganze Ding ruhig ein bisschen länger. Und am Ende ein bisschen... Oh, das ist eigentlich auch egal. So, Weltraumkram. Wir brauchen... Astrogreifer. Das ist ja cool. Vakuum-Saugnäpfe, die gefallen mir. Ja, im Prinzip befinden wir uns jetzt wieder in der Zellphase, hier in meinem Konstrukt. Da wir uns ja in quasi Schwerelosigkeit befinden, können wir jetzt genauso bauen, als würden wir im Wasser schwimmen. Und ja, daher kann ich gerade nicht ausschließen, dass Teile ähnlich verwendet werden oder bekannt vorkommen. Ich muss aber hinten nochmal das richtig abschließen. Dampfbügler. Ja, damit kann ich arbeiten. Nee, doch nicht, das ist zu breit. Ah, mein Wecker. Moment. So. Ja, ich nehme nämlich ausnahmsweise mal früh auf. Es ist nicht mitten in der Nacht. Okay.
Okay. Kann ich spitzes Ei jetzt haben? Ja. So. Das sieht doch so aus, als könnte man da eine vernünftige Düse dran setzen. Wobei ich das eigentlich schon gerne ein bisschen länger hätte. So. Das sieht scheiße aus. Gut, kleiden wir den Rest einfach hier ab. So. So. Fertig. Ja, sagen wir, es passt. Fast. Fast. So. Eine Hauptdüse. Und dann brauchen wir noch keine Plastflügel. Harte Landung, Zehenspitzer, Landekissen. Landekissen sind immer gut. Und hier hinten brauchen wir auch noch Landekissen. Weil sie mittig anzubringen, finde ich auf einmal doch intelligent. Falls wir nämlich aus Versehen kopfüber landen, haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, die Landekissen umzuklappen. Zumindest sehen die hier so aus, als könnte man sie umklappen. So, was brauchen wir noch? Waffen, Effekt, Detail. Das sind Waffen. Pfeifer. Wir können ja in dem Stil bleiben. So, fertig. Kosmische Klänge. Masse konserviert. Okay. entwickle dich von einfachen Zeit zu Weltraumalter. Spiele als Schamane. Und Abflug, du hast erfolgreich ein Schiff für den Weltraumflug entwickelt. Der Himmel nimmt, er winkt, der Kosmos wartet, das Universum ist dir untertan. Vorausgesetzt, du lernst, wie man dieses Ding fliegt. Captain Jack natürlich. Willkommen zum Höhepunkt der Existenz. Unendliche Weiten der wildesten. Der wildeste. Wilde Westen von allen. Der Weltraum. Du kontrollierst das Schiff und bringst deine Rasse damit von einer planetengebundenen Zivilisation zum Galaktischen Reich. Mal sehen, wie du vorankommst. Sternenmann, erobere. Und so weiter. Diese Liste zeigt deinen Fortschritt in Plaketten, sowie die Entfernung des Zentrums der Galaxie. Die Missionszentrale auf der Planetenoberfläche muss dich dringend sprechen, beschäftigen wir uns also mit der Kommunikation.
Dieser Videokommunikator ist dein Kontakt zu den Planetenbewohnern. Du musst in der Umlaufbahn des Planeten sein, um Verbindung zu aktivieren. Ein Blinksignal zeigt eingehende Signale an. Glückwunsch, Kadett. Ist das nicht ein schmucker Flitzer? Wir schrauben zwar immer noch neue Teile an dein Schiff, aber es ist für die Reise ins All schon so gut wie einsatzfähig. Bist du schon mal mit einem Raumschiff geflogen? Nicht. Es ist das erste Raumschiff, das ihr gebaut habt. Naja. Es geht doch nichts über einen Testflug, wenn die gesamte Bevölkerung von Stogani Sozi vom Planeten Stogi zusieht. Was meinst du, du bist bereit, dir eine Captains-Plakette zu verdienen? Ja. So ist rechts. Jede Stadt auf dem Planeten Stogi hat eine riesige Kugel gen Himmel geschossen, um unser erstes Raumschiff gebührend zu feiern. Wirklich, die kannst du nicht überall sehen. Fliege mit deinem Schiff einmal um den Planeten herum zu 7 unserer Städte. Fliege durch die Kugel, um sie zu zerstören. Sobald du fertig bist, bekommst du weitere Anweisungen. Viel Glück und mach keinen Kratzer in den Lack. Deine unmittelbaren Missionsziele findest du hier oben im Mini-Missionstagebuch. Du kannst bis zu 3 Missionen in dieser Mini-Darstellung verfolgen. Das Vervollständigen... Das vollständige Missionstagebuch kannst du jederzeit mit der Taste L öffnen. Mit der rechten Maustaste oder den Pfeiltasten. Mit dem Mausrad... Das gefällt mir wieder. Ui. Oh, war nicht so hoch. Gut, dass ich keine Treibstoffkosten habe. Die sieht wieder hoch aus. Hui, da ist noch eine. Gut, eingenommen. Gut gemacht, Kadett. So wie du fliegst, bist du im Handumdrehen Captain. Was als nächstes? Da du jetzt ein Fliegerass bist, kannst du endlich großartige Werkzeuge einsetzen, die wir für dein Raumschiff erfunden haben. Wir haben schon länger daran gearbeitet, die Pflanzen und Tiere scannen zu können, die du auf deinen Reisen entdeckst. Sieht so aus, als wäre das Werkzeug genau zur rechten Zeit fertig geworden. Sporpedie-Eintrag eines unserer eigenen Tiere hatte kürzlich genau zu dem Zeitpunkt einen Fehler, als das Tier eigentümliche Symptome aufzuweisen begann. Du musst das Tier scannen, damit wir mehr Informationen über die Spezies erhalten. Die fragliche Kreatur ist von seltsamen Leuchten umgeben. Dein Schiff ist mit Radarwerkzeugen ausgerüstet, das im Hauptwerkzeugsmenü ein- und ausgeschaltet werden kann. Es zeigt auf der Planetenoberfläche Missionsziele interessante Objekte. Das Radar piept schneller, wenn du dich einem Ziel näherst. Wähle das Scan-Werkzeug aus dem Hauptwerkzeugsmenü aus. Da. Und scannen. Dein aktives Werkzeug wird in deinem Raumschiff... da. Ist es jetzt oder? Also wie jetzt? Klicke auf Pflanzen oder Tiere, um weitere Informationen zu erhalten.
Mache ich das richtig? Oder klicke auf Pflanzen oder Tiere, um weitere Informationen zu erhalten? Okay. Waffen, Hauptwerkzeuge. Radar, Scanner. Ah. Was ist das? Okay, was gezeichnet? Wir sind also ganz begierig auf die Daten. Schockschwere nur die Informationen, die durch dein Scannen... deine Information durch das Scannen war wirklich wichtig. Jetzt wissen wir, warum die... dass wir die Spezies genau untersuchen müssen. Dein Schiff hat einen Entführungsstrahl, den du im Frachtmenü findest. Sammle mit diesem Werkzeug ein Exemplar ein und bring es uns. Setze den Entführungsstrahl im Frachtmenü ein, um die Kreatur zur weiteren Untersuchung zu beschaffen. Du musst den Strahl aktiv halten, bis die Kreatur vollständig im Frachtraum des Schiffs gekommen ist. Unterbrichst du zu früh, kann das zu wenig wünschenswerten Ergebnissen für das Opfer führen. Ich meine für das Exemplar. Dein Frachtmenü. Ich soll auch nicht das. Nasi-Buga. Du hast anscheinend das richtige Exemplar beschafft. Du musst in einer unserer Städte abladen. Wähle dazu absetzende, wähle die zu abzusetzende Fracht im Frachtmenü, lade sie in einer Stadt ab. Achte darauf, dass du sie sanft zur Oberfläche beamst. Sonst musst du ein zweites Exemplar beschaffen. Und vor allem die Sauerei weg. Wähle das Tier im Lagerraum aus und links klicke es mal deine. Okay, nächster. Richtig gute Arbeit. Du hast uns für unsere Forschung ein ausgezeichnetes Exemplar gebracht. Zwei Untersuchungen eines entführen, sag ich immer. Das von dir beschaffte Exemplar war offenbar krank und trägt ein Virus in sich, das sich mit alarmierender Geschwindigkeit ausbreiten kann. Es stellt eine Gefahr für das gesamte Ökosystem dar. Wir wollen die Angelegenheit mit Feingefühl erledigen. Darum haben wir unser Raumschiff mit sehr praktischen Mini-Lasern ausgerüstet. Er ist so präzise, dass du die infizierten Kreaturen eliminieren kannst, ohne ein gesundes Tier zu schädigen. Okay, ich bin dabei. Wähle den Mini-Laser in deinem Waffenmenü aus und ziele auf infizierte Kreaturen. Vorsicht, wenn du den Laser, worauf du den Laser richtest. Er kann Gebäude, Fahrzeuge und andere Raumschiffe zerstören. Geh jetzt und bla bla. Aber, das machen wir lieber erst im nächsten Part. Ich würde mal sagen... jetzt kann ich mich wieder vernünftig drehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Also bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss.